Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Heute mit einem Video, was sich von der Community gewünscht wurde. Rabbit, in welchem Team würdest du Zenkai Boost, Super Saiyan Son Goku, Zenkai Boost, Super Saiyan Broly oder Zenkai Boost Beerus spielen? Wo würdest du sie spielen? Hicks, in welchem Team? Was ist das Beste? Kleiner Spoiler, es gibt kein Bestes an sich. Es gibt nur ein bestes Team für dich da draußen. Und genau das will ich auch in dem Video euch mehrfach erklären, wenn die Kamera mal wieder scharf schaltet. Es gibt nicht nur ein Team, es gibt sehr, 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 sehr viele. Wir fangen mal an mit dem Team mit Son Goku. Da habe ich mich dazu entschieden. Also das Team habe ich jetzt gerade selbst gebaut. Es ist mir scheißegal, ob es das Team vielleicht auch auf irgendeiner Internetseite gibt, ob ein anderer YouTuber dazu ein Video gemacht hat. Es ist mir egal, ich gucke das nicht. Also, das Team habe ich mir gerade zusammengeklöppelt. Es ist so eine Art Super Saiyajin Team Mix. Es ist auch, wie ihr seht, ein Super Saiyajin Blue dabei. Es ist auch ein Held dabei, der zwar ein Super Saiyajin ist, aber keine Super Saiyajins bufft, sondern nur Fusion. Ist mir ehrlich gesagt ein Team ein bisschen egal. Also, was ist eigentlich mit Son Goku? Was ist sein Zenkai Boost? Ihr könnt es euch alle angucken. Ihr alle habt Son Goku. Warum weiß ich das? Auf Level 20 schaltet ihn jeder von euch frei. Und ich denke, die meisten von euch sind Level 20. Also, ihr könnt hier oben drauf drücken. Zack, könnt ihr anzeigen lassen, wie sieht er aus, wenn er komplett Zenkai geboostet ist. Dann hat er nämlich eine neue Fähigkeit. Und zwar diese Zenkai-Fähigkeit hier. Er erhöht damit extrem die Werte von Element Rot und Saiyajin. Also nur von roten Saiyajins. Da kann man sagen, jo, mir reicht das. Ich will jetzt nur meinen Son Goku damit buffen. Das heißt, dass dieser Son Goku hier plus 40% Fernangriff zum Beispiel hat. Ne? Plus 35% oder plus 40% Schlagangriff. Nur der. Ne? Und wenn ich das will, dann baue ich mir zum Beispiel ein Super Saiyajin Team. Mit unbedingt dabei, mit Bardock. Denn wenn Bardock in einem Super Saiyajin Team ist, ist er mehr krass. Wenn nämlich Super Saiyajins in seinem Team sind, wird er automatisch stärker. Und wenn ihr ihn auswechselt gegen einen anderen Super Saiyajin, 1, dann wird dieser stärker. Also Bardock ist immer mega geil. Und auf der Ersatzbank habe ich am liebsten meinen Super Vegeta, denn der erhöht auch nochmal den kritischen Schaden von Super Saiyajin und den Fernangriff. Ich liebe ihn. Ich liebe kritischen Damage. Also, wie ihr seht, nicht alle profitieren von dem Buff, wie gesagt. Zum Beispiel mein gelber Son Goku könnte man auch austauschen. Man kann auch sagen, yo Rabbit, es ist zwar cool, ein Super Saiyajin Team zu spielen, aber ich spiele lieber ein normales Saiyajin Team oder ich spiele lieber ein Sonnenfamilien Team oder ich bin ganz crazy und nutze den Buff von Son Goku aus. Was bedeutet, du haust zum Beispiel Vegeta raus, ne, und nimmst dafür rein einen sehr, sehr krassen Helden, wenn ich ihn gerade mal finde. Ich glaube, ich habe auf Super Saiyajin, ja genau. Ich muss mal auf Saiyajin wechseln. Oder du sagst, du bist richtig, richtig, richtig krass in dem Spiel. Dann machst du nämlich zum Beispiel das, gibst den hier rein. Und den grünen tauschen wir mit dem blauen. So, dann würdest du es so spielen, die erste Reihe oben, ne? Dein Super Saiyajin 4 Vegeta ist ein Saiyajin und er ist rot. Das heißt, er profitiert hardcore von deinem Zenkai Boost Son Goku. Du kannst mit zwei roten Helden ohne Probleme im PvP spielen, in Events, überall. Du brauchst aber dazu einen dritten Helden, der dazu ein Counter ist. Das heißt, meine roten Helden haben richtig krasse Probleme mit blauen Kämpfern. Das heißt, ich muss einen mitnehmen, der stark gegen blau ist. Und das ist nun mal grün. Also kann man zum Beispiel halt den kleinen Son Goku aus GT hier mitnehmen. Oder er sagt, ich nehme Ultimate Son Gohan mit oder Super Saiyan 3 Goku oder den grünen Goku. Ihr habt so viele Möglichkeiten, wie ihr das macht. Und wie gesagt, ihr könnt das Ganze entweder als Sonnenfamilienteam spielen, wo Vegeta jetzt zwar nicht reinpasst, aber bei ihm zieht halt der Zenkai Boost. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten. Das musst aber du wissen, was du am besten spielen kannst. Ich persönlich komme im Spiel zurzeit am besten klar mit meinem normalen Super Saiyajin Team und mit meinem God-Key-Team. Es gibt stärkere Teams, wie das GT-Team oder Vegeta-Familien-Team, sind auch mega krass. Aber ich persönlich gewinne am meisten
Ich habe am meisten Freude, am meisten Spaß mit meinem Super Saiyajin-Team, mit meinem alten oder mit meinem God-Key-Team. Es bringt mir nichts, wenn es viel stärkere Teams gibt, ne, die ich A, entweder überhaupt nicht spielen kann oder B, die mir nicht gefallen, ne, wo ich die Helden nicht mag oder den Kampfstil nicht mag. Wenn ich zum Beispiel einer bin, der lieber in den Nahkampf geht, ne, mit Nahkampfangriffen, und ich muss ein Fernangriffsteam spielen, oh, das nervt mich auch wieder und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Oder Ginyu Force Team spielen, obwohl man Ginyu Force hasst, das bringt nichts. Das bringt nichts. Du musst dein bestes Team finden. Das sowieso mal jetzt, by the way, hier mal am Beispiel von Son Goku. Also ich persönlich, wenn ich Son Goku endlich mal, meine Fresse, ist die Kamera, wenn ich Son Goku endlich mal auf, ich gehe mal näher ran, dann seht ihr auch meinen Bart. Leute, wie viele Leute Kommentare über meinen Bart schreiben? Du sahst mit dem kurzen Bart besser aus, Rabbit. Willst du mich vernaschen? Willst du mich anmachen? Leute, ihr könnt mir doch schreiben, privat. Ist kein Problem. Nee, Spaß, auf jeden Fall. Ich persönlich finde es am besten mit einem Super Saiyajin Team. Ganz, ganz einfach. Mir liegt es so am meisten mit dem Zenkai Boost. Ich muss nicht unbedingt den roten Zenkai Boost von Son Goku jetzt noch auf den God Ki Super Saiyajin Rose übertragen oder auf Super Saiyajin 4 Vegeta. Was ist denn heute mit der Kamera los? Die ist schlimmer als sonst. Und nein, ich kann den Autofokus nicht ausschalten, weil ich so viel rumzappel. Auf jeden Fall, ich empfehle bei Zenkai Boost Son Goku das Super Saiyajin Team. Könnt ihr euch den hier noch rauswerfen gegen zum Beispiel, was war denn auch hier? Super Vegeta aus GT zum Beispiel, auch eine Möglichkeit. Oder den gelben Goku einfach, auch eine Möglichkeit. Ich zeig's mal ganz kurz nochmal. Den hier, dann habt ihr ein reines Super Saiyajin Team. Oder nehmt den gelben Son Goku, den ich hier irgendwo rumliegen habe, hier zum Beispiel. Ne, der war es nicht. Moment, der war es nicht. Der war es nicht. Wo ist er denn? Finde ich gerade nicht. Egal, ihr habt auf jeden Fall andere Möglichkeiten auch noch. Ihr müsst nicht den spielen. Ah, den Herzvirus Son Goku meinte ich, Entschuldigung. Herzvirus Son Goku ist auch eine Möglichkeit. Ihr könnt es komplett Saiyajin, Super Saiyajin halten. Ihr könnt es auch komplett Saiyajin halten. Ihr könnt es komplett Son Goku Familienteam halten, wie ihr wollt. Ne? Meine Empfehlung, wenn ich den spielen würde, ich habe ihn noch nicht Zenkai boostet, ich würde es als Super Saiyajin Team spielen. Ganz, ganz einfach. Wie würdest du Son Goku spielen? Schreib's mir in die Kommentare. Wie würdest du Broly Team spielen? Schreib's mir in die Kommentare. Wie würdest du Beerus Team spielen? Schreib's mal in die Kommentare, Leute. Hier sind wir bei Super Saiyajin Broly. Der zweite mit einem Zenkai Boost. Könnt ihr auch wieder angucken. Zack. Was macht er? Er erhöht drastisch den Schaden und so weiter von Kämpfern, die blau sind, und Kino-Version Saga. Da gibt's nicht mal so krass viele, ne? Aber als Beispiel zum Beispiel. Also fangen wir mal anders an. Ich würde Broly spielen in einem Saga from the Movie Team. Es fängt damit an, dass er schon mal nur mit seiner Z-Fähigkeit Kinoversion Saga, aka Saga from the Movie spielt. Bufft. Ne? Also das ist schon mal ein guter Anfang, damit ein Team zu bauen. Und ich wollte jetzt nicht noch ein Saiyajin oder Super Saiyajin Team bauen. Ich finde, Saga from the Movie ist sowieso ein extrem starkes Team. So Kinoversion Saga. Und da lässt sich einiges anfangen mit unserem Broly. Auch hier kann man wieder sagen, ja, Rabbit, aber ich würde gern den Zenkai Boost ausnutzen. Den Zenkai Boost ausnutzen von meinem Broly. Also blaue Heldenbuffen, die gleichzeitig Saga from the Movie sind. Wie zum Beispiel, wenn ich ihn finde, hier. Gogeta rein. Zack. Dann hast du so ein Problem. Dann spielst du zwei blaue Helden. Dann kann der Grün sehr gefährlich werden. Was spielst du gegen Grün? Lila. Genau. Zack. Nimmst du Bojack rein. Guckst du nur die ersten drei Helden um an. Du spielst dann Broly, du spielst Gogeta als Beispiel und dazu ein Bojack und hast ein richtig krasses Team, denn dein Broly und dein Gogeta werden richtig OP stark als Beispiel. Ne? Und Bojack kann auch sehr viel Damage abfangen. Bojack ist ein guter Allrounder und einer der besten Helden im Spiel. Kann also auch funktionieren. Ne? Nur, wie gesagt, ich hab's lieber so, und was euch, glaube ich, auch schon aufgefallen ist, dass ich immer alle Farben im Team haben will. Ne? Ich will einen blauen Helden, einen lila, einen grünen, einen gelben und einen roten. Das ist mir wichtig. Ich will alle fünf Farben im Team haben, um eben auf die verschiedenen Gegner reagieren zu können. Das muss man nicht machen.
wie eben gerade gesagt, kannst du auch zwei blaue Helden spielen, plus einen lilanen, um grün zu kontern und so weiter. Du kannst auch ein komplett blaues Team spielen, wenn du lustig bist, aber viel Spaß, wenn der Gegner zwei, drei grüne Helden hat, dann bist du im Arsch. Aber du kannst spielen, wie du willst natürlich, ne? Ich empfehle auf jeden Fall hier das Kino-Version-Saga-Team, aber auch das kannst du ändern, wie gesagt, mit Gogeta. Du kannst statt Bojack einfach reinnehmen den kleinen Son Goten Legends Limited oder nimmst rein deinen Super Saiyajin Broly, den kannst du auch reinnehmen, ist auch Saga from the Movie, du kannst viel reinnehmen oder statt Gelb, statt Gohan kannst du reinnehmen den Bojack, den Gelben, du kannst so viel machen, wie du lustig bist. Ich finde, für mich persönlich, ne, schon wieder, für mich persönlich ist das mein Team, was ich spielen würde bei Broly Zenkai Boost, weil mir der Zenkai Boost nicht wichtig genug ist. Ich meine, natürlich ist er übertrieben stark, ne? Aber ich hätte doch lieber gerne alle fünf Farben als Helden, obwohl man da auch variieren kann. Man kann sagen, jo, man wirft zum Beispiel den Cooler raus, der eben Kino-Version Saga bufft, ne? Hoppla, hier. Und nimmt dafür Gogeta mit, dass man ein bisschen variieren kann. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel sagen, weiß ich nicht. Ich kann sagen, yo, bei diesem Gegner spiele ich jetzt mit Broly, Bojack und Gogeta. Und beim anderen Gegner spiele ich dann doch lieber mit Broly, mit Son Gohan oder mit den grünen Son Goku. Da kannst du ein bisschen variieren. Ne? Aber ich würde empfehlen, wie gesagt, ein reines Saga from the Movie Team rein damit. Bei Goku, Super Saiyajin, bei Broly, Saga from the Movie. Bei Beerus ist die Sache natürlich mega, mega einfach. Was spielt man mit Beerus? Natürlich ein God-Key-Team. Nichts anderes macht Sinn. Aber auch hier gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, das zu spielen. Beerus kann ich angucken. Und ja, nur die drei gibt es zurzeit mit Zenkai Boost. Wenn du überhaupt nicht weißt, wovon ich hier rede von Zenkai Boost, ich habe ein Tutorial gemacht, wie das Ganze funktioniert. Ich habe ein Video gemacht mit der Community, wie das aussieht, wenn man die drei Zenkai boostet. Die Animation und so weiter, richtig geil. Die zwei Videos werde ich euch auf der Endcard verlinken. Das heißt, nach diesem Video einfach draufdrücken, dann lernst du, was ist Zenkai Boost oder guckst dir an, wie sieht der aus, wenn er aktiviert wird, wie funktioniert das. Die zwei Videos kann ich nur sehr empfehlen. Aber Leute, Beerus macht wie die anderen beiden genau das gleiche. Er bufft seine eigene Farbe und seine eigene Herkunft. Ich sag's mal so, okay? Goku, rot, Saiyajin, Broly, blau, Saga von Movie. Und bei Beerus hier ist es grün und göttliches Ki. Ja, ganz, ganz einfach. Die bufft er richtig hart. Und ja, beides. Der Charakter, der von diesem Buff betroffen ist, gilt nur, wenn er grün und göttliches Ki ist. Und da müsste es bei einigen von euch schon Klick machen, denke ich. Denn man kann das Team nicht nur so wie ich einfach ein God-Key-Team bauen, ne? Sondern du kannst auch machen, wenn ich ihn finde, Moment, ich filter hier mal ganz kurz durch. Du kannst natürlich auch eine Sache machen. Also mit God-Key meine ich natürlich auch auf Deutsch göttliches Key. Du kannst so machen, du nimmst diesen Vegeta, klatscht ihn da rein, den gelben Goku zu Anschauungszwecken nach oben. So, du kannst auch machen, natürlich, Beerus plus Super Saiyan Blue Vegeta. Es sind beide grün, danke Kamera, es sind beide God-Key, also bekommen beide diesen krassen Buff von Beerus. Aber das Problem, bei grün bist du anfällig gegen lila brauchst du gelb, also rein damit mit deinem God-Key gelben Son Goku. Die oberen drei spielst du also, Beerus, Goku, Vegeta, richtig krasses Team auch. Natürlich, hier macht es am meisten Sinn sogar, das so zu spielen. Weil du sowieso nicht so viele Helden zur Auswahl hast, ne? Viele machen es auch so, ich geh mal kurz zurück raus, geh nochmal rein. Viele spielen auch zum Beispiel lieber Whis statt God-Key, statt Super Saiyan Rose Son Goku. Ne, Super Saiyan Rose, Goku Black. Es ist schon spät heute. Viele spielen lieber Whis in Kombination mit Beerus, dass die beiden sehr, sehr krass buffen. Ist auch eine Möglichkeit, ne? Ich hab's halt lieber jetzt so. Und auch hier, wie du siehst, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ne? Du kannst so spielen wie ich. Stinknormales God-Key-Team. Beerus ist sowieso krass. Beerus ist der stärkste sogar von den Zenkai-Boosts. Also du brauchst keine Angst haben. Selbst wenn Beerus auf 7, also komplett Zenkai geboostet, OP ist, selbst dann, dir kann es egal sein, wenn du ihn nicht hast. Warum? Fast niemand, wirklich niemand, heißt der Spruch so, hat ihn komplett Zenkai geboostet. Das kostet nämlich arsch viel Zeitkristalle. Du wirst vielleicht einmal im Jahr
auf einen komplett Zenkai geboosterten Beerus treffen. Du musst dir da keine Sorgen machen, wenn irgendein Held OP ist, denn du wirst ihn niemals als Gegner sehen. Die Chance ist so gering, dass du dir darüber überhaupt keinen Kopf machen musst und das nichts mit Pay to Win zu tun hat, denn das macht fast niemand. Leute, auf jeden Fall, Beerus empfehle ich das God Key Team. Kann man auch spielen, wie ihr gesehen habt, eben mit dem Grünen hier. Dann halt der gelbe Goku hier nach oben, also die erste Reihe, ne? Beerus, Goku, Vegeta, richtig krasses Team. Und bei Broly, wie gesagt, empfehle ich Saga von dem Movie, Kinoversion Saga. Und bei Son Goku empfehle ich Super Saiyajin, kann man aber auch Saiyajin spielen oder Son Goku Familie. Oder, wie gesagt, roter Goku plus roter Super Saiyajin 4 Vegeta. Dazu nimmst du noch einen grünen Helden mit und ab geht die Party. Also wir sehen, es gibt eindeutig sehr viele Teams, die richtig sind, die stark sind und die dein bestes Team sein können, eben für Beerus, Goku und Broly. Das musst aber du für dich rausfinden. So wie ich für mich rausfinden musste, bisher komme ich am besten klar online und in Events mit meinem God Key Team und meinem Super Saiyajin Team. Auch wenn wahrscheinlich mein Vegeta Familienteam oder GT Team stärker wäre. Also musst du für dich herausfinden. Schreib gerne in die Kommentare, wie würdest du Son Goku Zenkai spielen? Wie würdest du Beerus oder Broly Zenkai spielen? Haus mir in die Kommentare, dann kann sich das jeder in der Community auch durchlesen, vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Und danke fürs Zuhören, gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Fragen gerne in die Kommentare und jetzt auf der Endcard einfach draufdrücken auf die Zenkai-Videos oder ein anderes Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut halt rein und ciao.